So, das Bad ist vollbracht. Es ist jetzt knapp 10 nach 9 abends. Ich bin hier am Parkplatz von der Bad Kissinger Hütte um kurz nach 4 Uhr morgens gestartet, bei leichtem Nieselregen. Bin auf den Arkenstein gestiegen, dann weiter zum Brentenjoch, dann kurz zum Rossberg rüber, wieder zum Brentenjoch zurück und im Anschluss dann weiter übers Füssner Jöchle zur Großen Schlicke, runter zur Musauer Alm, rauf aufs Gernjoch, auf die Gernspitze, dann zurück zum Gernjoch, auf die Schneidspitze drauf, rüber zur Köllespitze, die konnte ich leider nicht ganz besteigen, wegen einem gefährlichen Schneefall. Ja, dann ging es weiter auf den Gimpel, anschließend auf die Rote Flü, dann auf den, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, ein Schrofen war es auf jeden Fall, mit einem ziemlich anstrengenden Klettersteig, dem Friedberger Klettersteig dazu. Und dann noch auf die Läuferspitze und dann auf der Piste vom Füssner Jöchle runtergelaufen und jetzt wieder zurück in Grän. Das heißt, eine Tour, die so gute 17 Stunden gedauert hat, ja, und 10 Tannheimer Gipfel gebracht hat. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es schaffe, vor allem wie der Tag losgegangen ist. Aber der Tag war grandios. Es war ein tolles Erlebnis. Ich bin richtig glücklich. Bin froh, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme. Freue mich aufs Essen. Freue mich auf meine Frau. Und werde dann sicher nicht mehr arg alt werden heute. Wird bald ins Bett gehen. Also, macht es gut. Ciao.